Jeff, 1:1 im Heimspiel gegen Freiburg. Was machen wir jetzt mit dem Punkt? Freuen wir uns drüber? Wie geht es dir mit dem Unentschieden? Es ist ein bisschen doppeltes Gefühl. Nach der letzten Woche, wo wir 5:0 verloren haben, natürlich haben wir uns vorgenommen, um defensiv wieder stabiler zu stehen. Ich glaube, das haben wir heute geschafft. Freiburg hat nicht viele Chancen gehabt, glaube ich, haben wir nicht viel zugelassen. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass wir mit Ball das besser machen müssen. Ist irgendwie ein gewonnener Punkt, aber mit der Leistung auch ganz klar ein verlorene 2 Punkte dann, weil wir haben uns viel vorgenommen. Wir wollten nach vorne viel mehr Akzente setzen, defensiv noch stabiler stehen, haben viel zugelassen dann am Schluss auch noch. Ja, ich habe gerade gehört, 27% Ballquote, das darf auf gar keinen Fall unser Anspruch sein, ganz klar. Ja, wir müssen uns jetzt immer wieder aufraffen und eine geile Leistung bringen und in den nächsten Wochen zählt es einfach, dass wir uns zusammenreißen als Team und dann eine gute Leistung auf den Platz bringen. Der Trainer hat nach dem Spiel in Frankfurt eine Veränderung angekündigt, die Mannschaft hat gesagt, da muss eine Reaktion kommen. War das 0:5 in Frankfurt vielleicht heute doch noch ein bisschen in den Köpfen? Ja, vielleicht. Das war natürlich nicht einfach zu verarbeiten, natürlich für uns, so eine Klatsche. Aber ich glaube, heute waren alle fokussiert auf Freiburg. Haben wir das dann sicher vorgenommen, um defensiv das besser zu machen, so wie die letzte Woche. Ich glaube, das haben wir geschafft. Das müssen wir auch mitnehmen in die nächste Woche gegen die Top-Mannschaften. Aber es ist nicht nur verteidigen, wir müssen auch nach vorne das besser machen. Nee, ich glaube, da sind wir Profi genug, dass wir das schnell abgehakt haben. Es war ein Scheißspiel in Frankfurt, ganz klar, war aber abgehakt. Wir wussten, was hier auf uns zukommt, eine starke Freiburger Mannschaft natürlich. Aber wie ich gerade schon erwähnt habe, das ist nicht unser Anspruch. Die Leistung war ja mit katastrophal eigentlich. Ja, wie gesagt, wenn wir einen Ball haben, müssen wir einfach viel mehr abgezockter sein und cleverer sein und auch mal schön nach vorne spielen, vielleicht das ein oder andere Tor mal zu erzielen mit einem geilen herausgespielten Konter oder sonst irgendwas, aber das hat jetzt nicht so gut funktioniert, trotzdem Köpfe hoch und weitermachen. In der Abwehrreihe gab es heute ein paar Veränderungen, unter anderem kam Iago zurück in die Startelf, war ja die letzten Wochen in Brasilien, hat dort mit der Nationalmannschaft die Qualifikation für Olympia geschafft. Wie hat er sich eingefügt heute? Ja gut, war nicht so einfach, denke ich, für Iago, aber der hat das heute gut gemacht. War nur 2-3 Tage bei uns und hat natürlich auch so eine Reise hinter sich. Und ich glaube, der ist positiv für unsere Mannschaft, dass auch Iago wieder zurück ist. Das Tor von Philipp Max hätte der perfekte Dosenöffner sein können, aber irgendwie ist auch im Anschluss nicht so richtig Spielfluss aufgekommen. Wie erklärst du es dir? Ja, das ist auch schwer, so kurz nach dem Spiel Worte zu finden. War ein geiles Tor von Philipp, auch ein bisschen Glück dabei, ganz klar. Es war schon so ein bisschen in den Köpfen drin, dass das eine Erleichterung ist, ganz klar nach dem 0:5 in Frankfurt. Aber ja, wir haben uns wieder viel zu weit hinten reindrängen lassen. Wie gesagt, war nicht unser stärkstes Spiel, aber es ist jetzt wie bei jedem Spiel abhaken und dann mal wieder auf den Dreier, aber mit Vollgas gehen. Wir hatten wenig Ruhe heute, haben viele Bälle blind nach vorne geschossen und spielerisch war Freiburg viel besser. Woran das liegt, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir uns zu viel auf das Defensive gerichtet, aber auf die andere Seite, das ist unsere Basis und von darauf weiter müssen wir das so weitermachen. Bei dir hätte es auch fast mit einem Tor geklappt, hast du mal aus der zweiten Reihe draufgehalten. Pfostenknaller, wie sehr ärgert es einen auf dem Platz? Ja, natürlich sehr. Hätte auch an Innenpfosten gehen können oder sonst was. Aber ja, ich probiere es immer mal wieder aus der Ferne, ganz klar. Und dass er am Pfosten geht, ist unglücklich. Aber ich lasse es natürlich nicht. Und in den nächsten Spielen flattert vielleicht mal wieder einer rein. Und das ist das, was zählt. Letzte Frage. In den nächsten Wochen kommen harte Brocken auf uns zu. Nächste Woche geht es nach Leverkusen. Gegen die haben wir noch nie gewonnen in der Bundesliga. Ist das vielleicht so eine Statistik, die so einen Ticken noch extra mehr Motivation mit sich bringt? Ja, natürlich. Das würden wir gerne ändern natürlich und auch wir würden auch uns gerne zeigen gegen die Top-Mannschaften und wir müssen das Positive mitnehmen von heute und wir haben noch ein paar Tage, um uns vorzubereiten auf dieses Spiel. Wenn ich das so höre, dass wir noch nie gegen die gewonnen haben, ist natürlich nochmal ein extra Reiz da. Wir brauchen jetzt eine gute Trainingswoche, eine gute Regenerationsphase und dann wollen wir da hinfahren und vielleicht einen Dreier mitnehmen. Ist natürlich auch eine sehr spielstarke Mannschaft, aber darüber kümmern wir uns erst in der kommenden Woche.